Apfelkuchen mit Zimtstreuseln. Nach einem Mittagsspaziergang an einem Sonntag gibt es nichts Besseres. Wird er am Vortag gemacht, kann der Teigboden noch schön durchziehen. Am selben Tag gebacken, schmeckt er warm am besten. Probiert es aus. Hier kommt mein Familienrezept. Für den Belag brauchen wir 900 Gramm geschälte Äpfel, 300 Gramm Apfelmus, für den Boden 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, ersatzweise Margarine, ein Ei, 100 Gramm Zucker, einen Beutel Vanillezucker. Für die Streusel 275 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, 125 Gramm Zucker, eine Prise Salz und einen Teelöffel Zimt. Der Backofen wird auf 175 Grad Umluft vorgeheizt. Für den Boden werden Mehl, Zucker, Vanillezucker, die weiche Butter und das Ei zu einem Teig verrührt. Der Teig wird in einer mit Backpapier ausgelegten Auflauf- oder Backform, ca. 35 x 25 cm, gleichmäßig verteilt. Für den Belag werden die Äpfel kleingeschnitten. Anschließend mit dem Apfelmus gemischt und auf dem Teigboden gleichmäßig verteilt. Für die Streusel wird die Butter geschmolzen und mit Zucker, Salz und Zimt verrührt. Dann das Mehl dazugeben und weiterrühren, bis ein krümeliger Teig entsteht. Der krümelige Streuselteig wird mit den Fingern gleichmäßig über der Apfelmasse zerbröckelt. Der Kuchen muss nun für 45 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Jetzt nur noch abkühlen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr unseren Kanal gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ihr könnt uns auch gerne auf Facebook oder Instagram folgen. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung oder in der Kanalinfo. Vielen Dank für euer Reinschauen und hoffentlich bis bald.